Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Üpos-Kapitalmarktdialog hat das Ziel, Ihnen recht verständlich Hintergrundinformationen zu den internationalen Kapitalmärkten zu vermitteln und vor allem auch den einen oder anderen Denkanstoß zu liefern, den Sie typischerweise in der Presse nicht finden. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Technik gibt das entsprechend her. Sofern es an der entsprechenden Stelle passt, gehe ich gerne direkt auf die Frage ein. Sofern es zu späterer Stelle Sinn macht, weil wir ohnehin noch einen Chart respektive eine Erklärung zu der Frage haben, bauen wir es später ein. Aber am Ende der Veranstaltung sollten alle Ihre Fragen beantwortet sein. Die Konserve erhalten Sie wie gewohnt im Nachgang zugesendet, sodass Sie das nochmal in Ruhe rekapitulieren können. Und ich habe die Folien so strukturiert, dass wir heute in rund 30 Minuten durch sein sollten. Das ist auch natürlich dem schönen Wetter geschuldet. Also, wir steigen direkt ein in die Thematik, schauen uns zunächst mal die Entwicklung verschiedener Vermögensklassen im Kalenderjahr 2017 an. Das Jahr beginnt typischerweise am 1. Januar. Sie sehen, dass wir einen sehr positiven Verlauf hatten in vielen Vermögensklassen. Sehr stark sehen wir hier die Emerging Market Aktien, also Aktien aus aufstrebenden Volkswirtschaften, hier ordentliche Aufschläge zu vermerken, rund 18% auf der Indexebene. Aber auch der globale Aktienmarkt, dargestellt durch den MSCI World, auch dort sehen Sie einen Aufschlag von rund 11%, also eine sehr, sehr freundliche Entwicklung, die wir hier an den Aktienmärkten hatten. Aber auch andere Aktienmärkte, wie zum Beispiel in Europa, die haben sich sehr positiv gezeigt, hier in Rot dargestellt. Auch der Goldpreis in Orange sehen wir Aufschläge von knapp 10%. Also Sie sehen schon insgesamt, trotz der Schwankungen, trotz der Nachrichten und dem Hin und Her um Donald Trump, und den verschiedenen Wahlen, die wir ja auch hatten, sehen wir doch einen recht erfreulichen Verlauf für die verschiedenen Vermögensklassen. Also wer bereit war, die Schwankungsrisiken in Kauf zu nehmen, die eben in den verschiedenen Werten hier drinsteckt, der wurde per se belohnt. Und da wir vor allem auch in der Eurozone sehen, dass sich das politische Risiko zurückbildet, da wir Wahlergebnisse sowohl in Frankreich als auch in Holland hatten, die jetzt nicht besonders stark populistischen Tendenzen gefolgt sind, sieht man doch hier, dass die politische Risikoprämie sich etwas reduziert und dementsprechend auch wieder die Märkte immer mehr auf die Bewertungen schauen. Und da sehen wir natürlich kurzfristig etwas mehr Potenzial in den europäischen Aktienmärkten als vergleichbar zu den USA. Ja, unten sehen Sie es noch in diesem helleren Blau, das sind die Rohstoffe auf Basis eines breiten Indizes. In diesem dunklen Blau, das sind Unternehmensanleihen auch der Eurozone, immerhin ja noch mit einer positiven Gesamtentwicklung in diesem Jahr. Aber man sieht schon, die Musik hat in diesem Jahr eindeutig natürlich an den Aktienmärkten gespielt. Sie sehen es an den zweistelligen Wertentwicklungen. Was ich Ihnen vor allem einmal zeigen möchte, da es aus meiner Perspektive viel zu kurz kommt und dementsprechend auch den Blick der typischen Verbraucher und Anleger auf den Kapitalmarkt nicht korrekt wiedergibt. Das ist eine Grafik. Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung von verschiedenen Portfolios, die sich unterscheiden in ihrem maximalen Aktienanteil. Also ganz links 30% Aktien, in der Mitte 50% Aktien, ganz rechts 70% Aktien, der rechts globale Anleihen. Also ein sehr simples Portfolio, was aus zwei Anlageklassen besteht, eben globalen Aktien und globalen Anleihen. Und das Datum, was Sie hier finden, das ist der 24. Juni, das ist der Freitag nach dem Brexit-Referendum, respektive der 27. Juni, also der Montag, der auf das Wochenende gefolgt ist. Und wenn Sie sich mal an die Schlagzeilen erinnern, die wir an diesem Freitagmorgen hatten, dann konnten Sie lesen, der deutsche Aktienmarkt minus 8% vorbörslich, Euro-Stoxx 50 minus 10% vorbörslich, also relativ starke Schlagzeilen und das ging auch in den folgenden Tagen eben erstmal so weiter. Und ich habe Ihnen das hier mal exemplarisch dargestellt, dass Ihnen mal deutlich wird, dass wir an einem solchen Tag in einem globalen Portfolio, wo Sie Anleihen haben, die von einer Verunsicherung profitieren, bei der Sie Währungen haben, die gegenüber dem Euro dann aufgewertet sind, wir in Summe hier bei einem sehr defensiven Portfolio am Ende des Tages bezogen auf diese sehr kurze Periode von 2 Handelstagen sogar einen Plus vermelden konnten. Und selbst das offensiv ausgerichtete Portfolio mit 70% Aktien und 30% Anleihen hat da roundabout ein Minus von 2% gemacht. Warum lesen Sie sowas selten in den Schlagzeilen? Der Grund ist ganz einfach, das sorgt natürlich nicht für Traffic, das sorgt nicht für Reichweite und Reichweite und Klicks sind eben auch das, was heutzutage Werbeeinnahmen und dementsprechend Geld bringt. Und stellen Sie sich die Schlagzeile vor,
Internationale Kapitalmärkte reagieren auf das Brexit-Referendum mit einem Abschlag von 2%. Das ist zu langweilig, das ist nicht spannend genug und dementsprechend werden Sie sowas selten lesen. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass die Basis für eine global ausgerichtete Vermögensstruktur, unabhängig von der jeweiligen Komposition und der Verteilung von Aktien auf Anleihen, je nach Risikopräferenz, doch wirklich zumindest mal der globale Kapitalmarkt sein sollte in seiner simpelsten Verteilung, also eben globale Aktien und globale Anleihen. Und da sehen Sie doch, dass dieser Referenzmaßstab bei weitem nicht so spektakulär ist, wie es vielleicht die Schlagzeilen zu den Kapitalmärkten immer verheißen wollen. Also dementsprechend auf viele Fragen gibt es die gleiche Antwort, eben Diversifikation, Risikostreuung. Und da sieht man, dass sie durchaus auch in verschiedenen Phasen funktioniert. Jetzt steigen wir aber ein mit unserem Kernthema, das Thema Zinsen in der Eurozone. Die meisten von Ihnen werden hier ihren Wohnsitz haben, also sprich Deutschland und Österreich von den Zuhörern. Dementsprechend fokussieren wir uns natürlich auf die Europäische Zentralbank, auch die aktuellen Nachrichten, die wir da in der vergangenen Woche bekommen haben und schauen mal auf die Zinsen, auf die Notenbank insgesamt, auf das Thema Inflation, so ein kleiner Rundumschlag, damit Sie das, was Sie in den Medien lesen können, vielleicht besser einordnen. Vermögen, aber natürlich auch einen gewissen Blick für die Zukunft hier bekommen. Was Sie zunächst sehen, das ist der Zins. Der Zins ist der wichtigste Preis einer Volkswirtschaft und Sie sehen es in diesem helleren Blau dargestellt. Das ist der Leitzins. Ja, die Älteren von Ihnen werden sich erinnern, wir hatten mal Leitzinsen von über 4%. Also das war doch recht ordentlich. Mittlerweile ist der Leitzins in der Eurozone bei Null und es ist sogar so, dass Banken die überschüssige Liquidität bei der Europäischen Zentralbank parken, einen Einlagezins bezahlen müssen. Das heißt, die Banken müssen hier 0,4% pro Jahr entrichten, dafür, dass sie überschüssige Liquidität bei der Zentralbank zahlen. Und dementsprechend geben die Banken natürlich auch das hier entsprechend weiter. Das heißt, die Bank sagt, okay, wenn wir hier keine Marge mehr generieren, dann können wir eben nicht mehr alles quersubventionieren, dann ist es uns nicht mehr möglich, kostenfreie Girokonten anzubieten und weitere Dienstleistungen hier quer zu subventionieren, sondern dann müssen wir eben neue Gebühren erheben und dementsprechend haben Sie einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Zinsen, dem Einlagezins und auch dem, was Sie in der heutigen Presselandschaft lesen zu Gebühren, die Banken neu erfinden, respektive neu erheben, bis hin ja zu der Diskussion, ob die Zusendung einer Online-TAN per SMS, ob diese Gebühren dem Kunden belastet werden dürfen oder ob die Bank hier entsprechend selbst zu tragen hat. Wir sehen vor allem auch, dass die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank massiv angewachsen ist im Zuge des Ankaufs von Staats- und Unternehmensanleihen. Sie wissen, dieses Ankauf Programm für Anleihen. Das hat natürlich zu einer starken Nachfrage nach Papieren geführt. Diese steigende Nachfrage hat dazu geführt, dass die Renditen gefallen sind. Man erhofft sich von fallenden Renditen, dass die Banken mehr Kredite vergeben, weil sie eben sehr, sehr stark darunter leiden, dass sie eben keine Renditen mehr hier für ihre Einlagen oder die Einlagen der Kunden erhalten. Man möchte Kreditkosten reduzieren, damit stärker Kredite nachgefragt werden. Und bisher muss man sagen, hat das nicht so riesig funktioniert. Die wirtschaftliche Aktivität in der Eurozone, die hat sich berappelt, aber ob der Grund jetzt nur in den niedrigen Zinsen zu finden ist, das kann man im Nachgang sicher mal diskutieren. Aber Sie sehen es auf jeden Fall, die Bilanzsumme hat sich hier massiv ausgeweitet. Interessant vielleicht auch im Vergleich zu anderen Notenbanken, was kaufen die eigentlich? Und hier der Blick zu unseren Nachbarn in die Schweiz, der zeigt, dass die Schweizer Notenbank ja gezwungen ist oder sich dazu bemüßigt fühlt, entsprechend hier Schweizer Franken zu drucken, wenn ich es umgangssprachlich formulieren darf, diese Franken auf dem Markt zu verkaufen gegen andere Währungen. Damit schwächt man den Schweizer Franken, unterstützt letztendlich die heimische Exportindustrie. Aber jetzt hat man natürlich auf einmal mehr fremde Währung im Euro, im Dollar. Und was die Kollegen in der Schweiz hier tun, die kaufen eben nicht nur Anleihen, die kaufen auch gerne Aktien, zum Beispiel Aktien von US-amerikanischen Technologieunternehmen. Und das ist doch sehr interessant, wo uns diese Niedrigzinsphase oder Negativzinsphase hier insgesamt hinbringt. Sehr niedrige Zinsen in der Eurozone, auch Angst um die Stabilität der Eurozone insgesamt. Die Fluchtwährung ist der Schweizer Franken. Dort sehen wir eine sehr, sehr starke Nachfrage. Die Notenbank reagiert, verkauft Franken, druckt Geld und mit diesem gedruckten Geld
Kauft man nicht wiederum andere Forderungen und Schuldscheine? Nein, man kauft Produktivkapital, man kauft Sachwerte. Also das ist doch schon sehr extrem und zeigt, dass eben auch dieser Anlagenotstand und die aktuelle Situation im Finanzsystem nicht nur dazu führt, dass wir vielleicht auf der Anleihenseite sehr niedrige Renditen haben, sondern dass wir auch Marktteilnehmer haben, wie zum Beispiel die Schweizer Notenbank, die hier Vermögenswerte aufkaufen, die dazu führen, dass auch die Preise dieser Vermögenswerte ansteigen, was wiederum dazu führt, dass zum einen die Ertragserwartung dieser Vermögenswerte wie Aktien geringer sind, dass aber natürlich auch die Erträge aus diesen Vermögenswerten, denken Sie an die Dividende, eben nicht in der Privatwirtschaft landen, sondern am Ende des Tages hier bei einer Notenbank, die ja lustigerweise nicht mal aktiv dafür etwas tun musste, sondern einfach nur das als Nebenprodukt der Schwächung der eigenen Währung generiert. Also schon sehr, sehr extrem. Früher hat man mal gelernt, Crowding out. Das heißt, die Notenbanken sind im Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft. Sorry, die Staaten sind im Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft, wenn es um Kredite geht. Und heute sieht es fast so aus, als ob wir dieses Crowding out haben, dass teilweise die Notenbanken, zumindest mal die Schweizer oder auch die Japaner, dass die eigentlich den privaten Investoren am Ende des Tages hier die renditeträchtigen Vermögensklassen wegkaufen, respektive zumindest deren Preise nach oben schieben. Also das alles hat dafür gesorgt, dass wir eine künstliche Unterstützung natürlich am Aktienmarkt und an verwandten Vermögensklassenmärkten haben. Und das soll Ihnen nochmal deutlich machen, wie extrem diese Situation ist, die wir hier momentan haben. Nichtsdestotrotz muss man konstatieren, dass die Liquiditätsflut, respektive die verschiedenen Versprechungen und impliziten Garantien, die die Marktteilnehmer vielleicht aus den Äußerungen und den Handlungen der Europäischen Zentralbank herausgelesen haben, respektive herauslesen wollten, dazu geführt haben, dass der systemische Stress im Finanzsystem innerhalb des Euros massiv nach unten gekommen ist. Das ist ein Indikator, der von der Europäischen Zentralbank selbst berechnet wird. Sie sehen diesen massiven Anstieg bezüglich dem Stress im Finanzsystem im Rahmen der Finanzkrise. Dann ging es nach unten, wir hatten eine Beruhigung, dann ist es im Rahmen der Euro-Griechenland-Krise wieder nach oben gepoppt und dann, ja, Sie sehen schon hier, ist quasi dieser finanzielle Stress hier implodiert. Also man hat das System mit Sicherheit stabiler gemacht. Wir sehen auch, dass der Abwicklungsmechanismus für Banken jetzt gerade seinen ersten Präzedenzfall hatte. Das hat gut funktioniert. Also sowohl in Spanien als auch in Italien hatten wir ja das Thema, dass wir jeweils eine Bank hatten mit großen Problemen. Einmal eher eine privatwirtschaftliche Lösung, einmal eben über den Bankenabwicklungsmechanismus. Das ging so ein bisschen unter hier in Deutschland, meines Erachtens, aber es zeigt doch, dass man hier im System ganz gut vorangekommen ist und diese Liquiditätsflut, die hat natürlich auch für Ruhe gesorgt und die sehr, sehr niedrigen Renditen, die sorgen natürlich auch dafür, dass sich Schuldner sehr günstig refinanzieren können und zumindest dementsprechend Probleme hier in die Zukunft verschoben werden können. Dass wir natürlich nichts gelöst haben, dass Deutschland ein extrem hohes Leistungsbilanzdefizit hat, was ja nicht nur Donald Trump ein Dorn im Auge ist. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Wir sehen eine deutsche Volkswirtschaft, die auf einem sehr, sehr guten Niveau sich hier befindet. Man sieht die Stimmung im Gewerbe, wenn Sie den Ifo-Geschäftsklimaindex anschauen, da sehen wir Werte, wie wir sie seit 2 bis 3 Jahrzehnten nicht gesehen haben. Wir sehen die Stimmung der Verbraucher ist sehr positiv. Man beurteilt nicht nur die eigene finanzielle Lage sehr gut, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Lage wird sehr, sehr positiv momentan wahrgenommen. Also Deutschland brummt, um es zusammenzufassen. Aber unter der Oberfläche, da stellen wir doch fest, dass in der Eurozone nicht alles ganz so homogen ist, wie es vielleicht sein sollte. Und ein wesentlicher Indikator, das sind die sogenannten Tage-2-Salden. Also die zeigen Ungleichgewichte im Zahlungsverkehrssystem innerhalb der Eurozone an. Und Sie sehen das schon hier vor der Finanzkrise, da, ja, da hatten wir kleinere Werte über der Nulllinie. Das sind die Darstellungen in Milliarden Euro. Und dann ging das in den letzten Jahren massiv auseinander. Und hier in Orange sehen Sie letztendlich die Forderungen von Deutschland. Und Sie sehen spiegelbildlich natürlich dazu die Verbindlichkeiten, exemplarisch hier Italien dargestellt in diesem Türkisblau, respektive eben auch die Summe der Peripherie. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, weil man sich die Frage stellt, na gut, was ist denn, wenn ein Land aus der Eurozone ausscheidet? Was passiert denn dann mit diesen Tage-2-Forderungen? Werden die ausgeglichen? Werden die nicht ausgeglichen? Inwieweit haftet Deutschland aufgrund dieser Situation? Das IFO-Institut berechnet ja auch so einen sogenannten Haftungspegel für Deutschland. Auch mal ganz spannend, das zu lesen. Wenn Sie bei Google Haftungspegel und der IFO-Institut eingeben, dann finden Sie da eine Darstellung, die
alle paar Monate aktualisiert wird. Aber das ist natürlich ein großes Thema. Die Ungleichgewichte sind weiterhin vorhanden, steigen sogar an. Wir haben zum Teil eine Kapitalflucht aus Ländern gesehen, die quasi über den Umweg der Bundesbank wieder mitfinanziert wird. Also die Ungleichgewichte sind nach wie vor vorhanden. Und vielleicht ist dieser Anstieg auch der Preis, den wir aktuell dafür zahlen, dass eben Deutschland viel, viel zu niedrige Zinsen generiert für seine eigene Wirtschaftsleistung, dass wir Gelder, die wir vielleicht an ausländische Banken verliehen haben, nicht abschreiben mussten, weil diese Banken mittelbar oder unmittelbar gerettet worden sind. Also so ein bisschen vielleicht der Preis der aktuellen Stabilität und vielleicht auch der Preis der Prosperität, den wir in Deutschland hier haben. Und die Kernfrage wird natürlich sein, inwieweit wird man diesen Preis mal wirklich zahlen müssen oder bildet sich das irgendwann zurück? Die Skeptiker werden sagen, das wird sich nie zurückbilden. Die Optimisten werden sagen, naja, vielleicht haben wir eine Chance, aber momentan fehlen doch hier entsprechend die Lösungsansätze. Ein Thema, was die Europäische Zentralbank natürlich stark im Fokus hat, das ist die Inflation. Sie wissen, die Notenbank verfolgt ein Inflationsziel von nahe 2%. Das ist die Linie, die ich hier in Rot eingezogen habe. Wir haben zwei Inflationsarten, die im Fokus stehen. Das eine ist die Inflationsrate, die wirklich alles beinhaltet. Das sehen Sie hier entsprechend in diesem Türkisblau dargestellt. Da sehen Sie, dass diese Inflationsrate im Rahmen der kollabierenden Energiepreise massiv nach unten gekommen ist. Das war das Thema Disinflation, das war das Thema Deflation, was damals sehr, sehr stark in den Medien präsent war. Dann haben wir eine Erholung der Energiepreise gesehen und Sie sehen, okay, die Inflationsrate hat sich hier entsprechend erholt. Also, wer böse sein möchte, der könnte sagen, die Notenbank hat damals, als die fallenden Energiepreise dafür relevant waren, dass die normale Inflationsrate negativ wurde, das als Grund genutzt, um Anleiheaufkaufprogramme und sehr, sehr niedrige Zinsen zu begründen. Und nachdem dann diese Inflationsrate wieder gestiegen ist und sogar dieses Niveau, die 2% als Zielmarke zumindest kurzfristig erreicht hat, dann hat die Notenbank gesagt, nee, nee, Moment mal, diese Erholung ist nur aufgrund der Energiepreise, das ist nicht nachhaltig, das ist keine selbsttragende Inflationsdynamik, wie wir sie uns eigentlich aus Komponenten der Angebot und Nachfrage, insbesondere bei Löhnen, vorstellen würden. Wir schauen jetzt auf die Kerninflationsrate und da sehen Sie 0,9%, in der Spitze 1,2%. Die reicht noch nicht aus, als dass wir das hier entsprechend begründen könnten, eine Abkehr der Geldpolitik hier zu begründen. Also, Sie sehen, die Notenbank ist da relativ flexibel, aber gleichzeitig muss man auch sagen, der Verweis auf die Kerninflationsrate, der ist fachlich natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und man könnte ketzerisch natürlich auch die Frage stellen, wo soll denn eigentlich die große Inflation für die gesamte Eurozone herkommen? Wir haben große strukturelle Probleme, wir haben Ungleichgewichte an den Arbeitsmärkten. Auf der einen Seite haben wir eine gewisse Anzahl von Arbeitslosen, die wirklich strukturell bedingt sind. Auf der anderen Seite haben wir ein kleineres Niveau von Jobangeboten, wo man einfach nicht das passende Personal findet. Hier passen einfach Qualifikation und Nachfrage nicht zusammen. Und ich glaube, das wird uns auch noch längere Zeit begleiten. Ansonsten, was die Notenbank auch sehr genau schaut und dementsprechend für Sie als Anleger natürlich auch ein wichtiger Indikator, das ist die Inflationserwartung für 5 Jahre, in 5 Jahren, also Inflationserwartung, die man aus Kapitalmarktpreisen ablesen kann. Und auch hier sehen Sie im Endeffekt wieder die 2%-Linie abgetragen und Sie sehen es, wir haben uns mal ein bisschen angenähert, aber seitdem sind wir wieder doch zurückgekommen. Die Erklärung natürlich hier entsprechend die gefallenen Energiepreise. Und das zeigt doch sehr deutlich, dass der Inflationsdruck in der Eurozone auf einem eher niedrigen Niveau ist. Und das gibt der Europäischen Zentralbank natürlich die Möglichkeit, sowohl die Zinsen als auch ihr Anleiheaufkaufprogramm auf einem ordentlichen Niveau zu lassen. Und je nachdem, mit wem Sie sprechen und welchen Volkswirt Sie befragen, es ist irgendwo Mitte 2018 bis Mitte 2019, bis das Anleiheaufkaufprogramm etwas reduziert wird, dann läuft es langsam aus und erst dann denkt man über Zinserhöhungen nach. Das heißt, das ganze Thema wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Das heißt, im Zwischenfazit, aufgrund der niedrigen Zinsen und der flachen Zinsstrukturkurve werden die Banken weiterhin neue Erlösquellen schaffen müssen, also sprich Kontogebühren für vormals kostenfreie Konten, Dienstleistungen, die bisher quersubventioniert wurden aus der Zinsmarge, die werden jetzt mit eigenen Kostenpositionen belegt. Die Institute werden unterschiedlich kreativ sein, aber auch hier muss man ganz klar sagen, dass jetzt den Banken vorzuwerfen, dass sie nun Gebühren erhöhen müssen, das ist meines Erachtens zu kurz gesprungen am Ende des Tages. Das Geschäftsmodell einer Bank basiert eben
auf einer Losgrößen- und einer Fristentransformation. Und wenn diese eben nicht mehr funktioniert, dann funktioniert eine Quersubvention eben deutlich schlechter und dann müssen neue Erlösquellen her. Unabhängig natürlich davon, dass vielleicht der ein oder andere Apparat etwas zu sehr aufgebläht ist, dass die Digitalisierung natürlich hier noch effizienter sein wird. Aber auf der anderen Seite, hier stehen ja auch entsprechend Arbeitsplätze dahinter. Und es gibt ja auch noch viele Menschen, die durchaus eine Filiale vor Ort für gewisse Dienstleistungen ja auch schätzen. Also das Thema Einlagegebühren, Verwahrgebühren, das wird zunehmend auch den privaten Anleger treffen ab gewissen Volumensgrößen. Und da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Grundsätzlich die ganze Kritik an der Europäischen Zentralbank, die kann aus einer ordnungspolitischen Perspektive vielleicht gerechtfertigt sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Interventionen haben Stabilität gebracht, das offensichtlich. Deutschland hat eine Sonderkonjunktur bekommen, weil die Zinsen viel, viel zu niedrig sind für uns. Wir bräuchten vielleicht eher ein Zinsniveau für die 10-jährige deutsche Staatsanleihe von 4%. Wir sind weit unter 1%. Also die Zinsen sind viel zu niedrig und das ist natürlich ein zusätzliches Konjunkturprogramm hier für die heimische Wirtschaft. Wir alle können das ja auch am Immobilienmarkt feststellen oder wenn Sie sich Handwerker und Ähnliches betrachten. Das sind ja Sonderkonjunkturen und auch die Finanzierung der Aufwendung für die Integration der Flüchtlinge und Ähnliches. Das lässt sich natürlich in einem solchen Umfeld einfacher bewerkstelligen, als wenn Sie momentan mit einem rückgehenden wirtschaftlichen Aktivität zu tun haben. Das systemische Risiko im Finanzsystem erscheint aktuell deutlich geringer. Sie haben den Stressindex von der Europäischen Zentralbank gesehen. Als privater Anleger, auch als unternehmerischer Kunde, der Kapitalanlagen in einer GmbH oder Aktiengesellschaft verantwortet, sollte man dieses systemische Risiko dennoch beachten, weil ein Unfall im Finanzsystem kann natürlich immer sein. Wir haben gewisse politische Risiken, die sind zwar nach dem Superwahljahr 2017 erstmal geringer, aber die sind nicht von der Hand zu weisen aufgrund der Probleme, die wir an den Arbeitsmärkten in der Peripherie haben. Und das spricht doch nach wie vor für latente Spannungen. Also ganz sollte man das systemische Risiko nicht ignorieren. Die höheren Inflationsraten in den wirtschaftlich starken Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, die wären ja am Ende des Tages ja eigentlich das, was wir logischerweise erwarten müssen. Wenn die Zinsen für eine Volkswirtschaft zu niedrig sind, dann sehen wir typischerweise natürlich auch, dass die Konjunktur vielleicht auch mal überschießt, dass wir vielleicht auch zu viel Investitionen bekommen, dass hier vielleicht auch mal wirklich die Löhne in Deutschland steigen würden. Und das würde auch zu einer steigenden Inflationsrate führen. Und auch hier muss man ja sagen, das wäre ja eigentlich der Anpassungsprozess, der in den letzten Jahren gefehlt hat. Weil früher konnte Italien oder Frankreich, Spanien, die konnten ihre geringere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Deutschland dadurch kompensieren, dass sie ihre Währung eben immer mal abgewertet haben, um ihre Produkte im Ausland günstiger zu machen. In einem einheitlichen Währungsraum funktioniert diese Abwertung so nicht mehr. Also wäre doch vielleicht das Thema, dass man sagt, okay, Deutschland bekommt höhere Inflationsraten, dann steigen auch hier die Löhne. Dementsprechend, wenn in Deutschland die Löhne steigen und in der Peripherie nicht, dann wird Deutschland weniger wettbewerbsfähig. Und wenn Deutschland weniger wettbewerbsfähig wird und die anderen werden wettbewerbsfähiger, haben wir vielleicht auch gewisse Anpassungsprozesse hier, die man unter dem Oberbegriff Homogenisierung der Eurozone verstehen könnte. Wenn man dann noch die Vergemeinschaftung der Schulden nimmt, die ja doch am Ende des Tages wirtschaftlich in vielen Fällen, zumindest wenn man mal von einem Unfall ausgehen würde, ja ohnehin bereits passiert ist, dann spricht das doch Bände. Für Sie als Anleger schauen Sie auf die Kerninflationsrate, die haben Sie gesehen und schauen Sie auf die langfristige Inflationserwartung für 5 Jahren, in 5 Jahren und dann sehen Sie schon sehr deutlich, warum der Zinserhöhungsdruck bei der Europäischen Zentralbank momentan niedrig ist und das erklärt auch entsprechend hier die Aussagen von Mario Draghi. Grundsätzlich die Aussagen der Notenbank, die werden immer Interpretationspotenzial haben, wenn Sie dann etwas davon lesen oder hören, dass man sich anschaut, okay, und sagt, naja, wir würden die Geldpolitik ändern, aber nur wenn es der Wirtschaft nicht nachhaltig schadet. Nun ja, da ist sehr viel Interpretationspotenzial drin und dementsprechend, wie gesagt, die wirtschaftlichen Daten in der Eurozone sind durchaus positiv, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Aber aus der Anlegerperspektive muss man momentan sagen, man sollte momentan nicht darauf warten, dass die Zinsen steigen, vor allem nicht darauf, dass die Realzinsen steigen. Auch das sehen Sie gleich noch. Gucken wir kurz auf die Renditen und doch das habe ich Ihnen mal mitgebracht, die realen Renditen. Also sprich, wie sieht die Rendite einer Staatsanleihe aus, wenn wir die jeweilige Inflation des Landes abziehen? Sie sehen es in Orange für die USA, Grün für Großbritannien, Blau für Deutschland und Sie sehen es die USA, wo man ja auch viel von Zinserhebung schwadroniert hat. Ja, die Zinsen steigen.
Die Inflation ist aber auch gestiegen. Also unter dem Strich haben wir sogar fallende Zinsen gesehen. Wenn Sie mal hier schauen, seit dem Jahr 2015, da ging es mit den Realzinsen nach unten und nicht nach oben. Und Sie sehen es aber auch für Deutschland hier mit einem Realzinsniveau unterhalb der Nulllinie. Da braucht man sich nicht wundern, warum der Aktienmarkt steigt und warum momentan jeder Immobilien kaufen möchte. Vor allem vor dem Hintergrund da auch, dass natürlich Vermögende Immobilien auch nutzen, um hier steuerliche Vorteile zu nutzen, die besonders im Rahmen der Erbschaft und Schenkungssteuer relevant sind, weil wir hier nach der Reform, die die Bewertung von unternehmerischen Vermögen betrifft, ja doch eine oder doch Elemente der Substanzbesteuerung einer Vermögensteuer finden. Und dementsprechend sehen Sie Ausweichreaktionen und dementsprechend gibt es auch schon gutaus sinnvolle ökonomische Gründe, warum Anleger in einer Top-Lage das 40-fache der Jahresmiete zahlen, einfach weil sie über die Erbschaft und schenkungssteuerlichen Aspekte so große Vorteile zielen, dass es absolut in Ordnung ist, wenn die Immobilie überhaupt keinen realen Ertrag bringt. Also, die realen Renditen sind entscheidend, den Trend haben Sie gesehen, Zinsen in den USA auch runter. Momentan geben die Renditen bei den US-Staatsanleihen sogar nochmal nach, die gehen nach unten. Also wir sehen es hier, die realen Renditen sind ein Treiber natürlich für die Märkte der Sachwerte, spricht natürlich für die Aktien, respektive auch für die Immobilien. Ansonsten habe ich Ihnen nochmal Renditen verschiedener Vermögensklassen mitgebracht, damit Sie die Dramatik nachvollziehen können und vor allem auch den Schmerz nachvollziehen können, der momentan bei Versicherungen, Versorgungskassen, freiberuflichen Versorgungswerken, Banken vorherrscht. Sie sehen es hier, Euro-Hochzinsanleihen 2003 gab es noch 13% pro anno in den Einkaufsrenditen, heute noch 2,8%. Schwellenländeranleihen fast 9, heute noch 1,2% in Euro gerechnet auf der Indexebene. Unternehmensanleihen, das ist natürlich wirklich ganz extrem, fast 5%, heute noch 1,1%. Also sprich, Sie müssen heute fast fünfmal so viel Kapital anlegen, um den gleichen Zinsertrag in Euro zu bekommen. Also wirklich brutal, was wir hier sehen. Also noch rund 20% des Ergebnisbeitrags wie vor einigen Jahren aus dieser Anlageklasse. Also es ist wirklich sehr extrem. Und wenn Sie dann noch sehen, die deutsche Staatsanleihe, Laufzeit 10 Jahre, 0,3%. Tja, wenn Sie 50% Ihres Kapitals in Staatsanleihen oder Pfandbriefen anlegen, die rentieren kaum besser als Staatsanleihen, dann und 50% in Unternehmensanleihen, naja, dann haben Sie einmal 1,1% und einmal 0,3%. Wenn wir das aufaddieren, ist es 1,4 und wenn Sie das durch 2 teilen, kommen Sie auf 0,7%. Wie wollen Sie damit Garantieverpflichtungen von knapp unter 3% bewerkstelligen? Also, dass die Krankenversicherungsbeiträge bei den privaten Krankenversicherungen aufgrund der niedrigen Zinsen weiter steigen, das kann Ihnen, glaube ich, jeder erklären. Dazu brauchen Sie kein Finanzmathematiker zu sein. Dass die zinsbasierte Altersvorsorge ohne Zinsen vor erheblichen Problemen steht, auch das ergibt sich allein aus den Begrifflichkeiten. Und das zeigt auch, warum wir verschiedene Reformen gesehen haben. Lebensversicherungsreformgesetz, jetzt gerade bei den Betriebsrenten, neue Regelungen, die Garantien ausschließen und. Also der Zins, der im Finanzsystem so wichtig ist, der ist halt extrem niedrig. Bei den Aktien, da sehen Sie es, naja, da hat sich gar nicht so viel getan. Wir hatten mal Dividendenrenditen von 2,9%, 2,4%, heute 2,6%. Auf globaler Ebene sehen Sie auch, da hat sich nicht viel getan. Also die Vermögensklasse, die vielleicht aufgrund der sehr niedrigen Zinsen am geringsten verzerrt ist, das sind durchaus meines Erachtens die Aktien, weil tendenziell eine Aktie jetzt weniger nah am sicheren Zins gebaut ist, wie ein Pfandbrief, wie eine Unternehmensanleihe oder wie eine Immobilie. Und da sie gedanklich und ökonomisch weiter vom Zins weg sind, ist die Verzerrung vielleicht nicht so groß, was nicht heißen soll, dass wir nicht im Aktienmarkt in einzelnen Segmenten vielleicht auch momentan ein Preisniveau haben, wo sich doch der ein oder andere fragen würde, ob die Ertragserwartungen für die Zukunft durch dieses Preisniveau noch angemessen sind. Das Thema Anlagenotstand, gerade in der Eurozone, wo die meisten von Ihnen sich ja bewegen werden mit Zinsanlagen, sei es direkt durch eigene Anlagen im Depot, sei es indirekt durch Investmentfonds, Versicherungen oder die betriebliche Altersversorgung. Das sehen Sie hier nochmal im Zeitablauf für die jüngere Vergangenheit, 5 Jahre. Also Sie sehen schon hier klar, wir hatten diese Themen mit der Finanzkrise, dann sind die Zinsen nach unten gekommen, aber jetzt dieses Niveau von 2,5% auf der Indexebene vor Transaktionskosten für Hochzinsanleihen, also das könnten durchaus Fehlallokationen von Kapital sein, weil ist der Zins zu niedrig, der Zins als wichtigster Preis der Volkswirtschaft, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital und Fehlallokationen von Kapital, die sind natürlich sehr, sehr bedenklich. Umgangssprachlich gesprochen spricht man dann von finanziellen Fehlentscheidungen. Also, Fazit Anleihen,
historisch einmalige Renditen. Das bitte ich Sie nicht positiver zu verstehen. Zunächst wird natürlich nur die Rendite verdient, die beim Kauf draufsteht, weil mehr werde ich nie verdienen können, außer ich glaube, dass ich besser agieren kann vom Timing her als der Markt. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also werde ich die Rendite verdienen, die draufsteht, sofern es zu keinem Kreditereignis kommt. Also die Ertragserwartung für die Zukunft sehr, sehr niedrig. Das gilt für private, institutionelle, aber auch natürlich die Banken selbst. Und wer jetzt sagt, okay, gehe ich doch in die USA, da sind die Zinsen deutlich höher, dem muss man sagen, leider ist das nicht so. Die Zinsen sind zwar höher, die Zinsstrukturkurve mag attraktiver erscheinen, aber wenn Sie die Fremdwährungsrisiken, die aus einem Fremdwährungsgeschäft resultieren, absichern möchten, dann haben Sie dafür Kosten zu tragen. Die Kosten bestehen in der Zinsdifferenz der kurzen Zinssätze. Und wenn Sie das mal sich in der Totalbetrachtung anschauen, Zinsvorteil in der Fremdwährung abzüglich Kosten der Währungsabsicherung, dann werden Sie feststellen, dass da nichts übrig bleibt, sich vielleicht sogar ein negativer Wert ergibt. Also aus Renditegesichtspunkten macht das keinen Sinn, wo es Sinn machen könnte, aus der Betrachtung des systemischen Risikos, um einfach in andere Anleihemärkte investiert zu sein, um vielleicht in einem Fall, wenn die Liquidität in der Eurozone mal aufgrund eines politischen Ereignisses nachlassen sollte oder Sie mit einem systemischen Risiko auch rechnen, dann kann das eine Möglichkeit sein, das Vermögen zu diversifizieren, ohne gleich in Vermögensklassen mit höherem Schwankungsrisiko, wie zum Beispiel Edelmetalle, also sprich Gold, oder zum Beispiel auch Aktien zu investieren. Der Begriff Blase ist allerdings nicht korrekt bei Anleihen, weil wir müssen uns klar machen, wenn Sie heute eine Anleihe kaufen mit einer Rendite von 0,4% für die 10-jährige Deutsche, dann werden Sie in 10 Jahren diese 0,4% per anno verdient haben, weil bei Deutschland wird es kein Kreditevent geben. Also die Renditen sind sehr niedrig, aber der Begriff Blase assoziiert doch typischerweise, ich kaufe etwas sehr teuer, wie zum Beispiel die US-Technologiewerte Ende der 90er Jahre und habe dann so einen starken Verlust, dass es 16 bis 17 Jahre dauert, um wieder bei meinem Einstandskapital zu sein. Das ist eine Blase. Oder wenn Sie für Immobilienpreise bezahlen, wo Sie 15, 20 Jahre oder vielleicht auch wie im damals nach der Wiedervereinigung im Osten, dass Sie überhaupt nie mehr hinkommen. Das ist eine Blase. Aber bei Anleihen, gerade bei Anleihen guter Bonität, dann wissen Sie doch, wann bekomme ich meine Ausschüttung? Wann ist die Fälligkeit des Papiers und dementsprechend ist der Begriff Blase für den Begriff Anleihen fachlich nicht ganz korrekt, weil er falsche Assoziationen hier weckt. Grundsätzlich, Anleihen hoher Qualität und kurzer Laufzeit sind ein elementärer Baustein jedes Portfolios. Sie helfen Ihnen, Ihr Emittentenrisiko zu diversifizieren, insbesondere für Anleger, die unter einer Absenkung des Sicherungsniveaus des Einlagensicherungsfonds zu leiden haben werden in den nächsten Jahren. Die müssen natürlich sowas nutzen, um ihr Vermögen hier sinnvoll zu diversifizieren. Grundsätzlich gilt, lassen Sie sich nicht in einen Anlagenotstand drängen. Man sollte jetzt nicht einfach Aktien kaufen und Aussagen wie Dividenden sind die neuen Zinsen. Die sind natürlich dem Anlagenotstand geschuldet, aber die sind natürlich vollkommener Unsinn, weil wir hier über zwei verschiedene Vermögensklassen reden, die ganz, ganz andere Charakteristika und vor allem auch ganz, ganz andere Zahlungsprofile haben. Also Zinsen und Dividenden sind zwei Paar Schuhe. Aber was Sie als Anleger immer betrachten sollten, wie weit sich Ihr Fondsmanager, Ihr Vermögensverwalter oder auch Ihre Versicherung in einen Anlagenotstand drängen lässt. Also ich glaube, gerade Anleger, die besonders zinsorientiert sind, die Verpflichtungen decken müssen, die haben natürlich momentan einen großen, großen Druck. Die versuchen hier natürlich das zu tun, was möglich ist. Und ob das, was möglich ist, auch gleichzeitig sinnvoll ist oder ob man nicht vielleicht sagen sollte, anstatt 50% Anleihen zu kaufen, oder sorry, anstatt eine Mischung zu haben aus, machen wir es mal anders, 80% Anleihen, langer Laufzeit und 20% Aktien, kaufe ich vielleicht mal 30% Aktien und dafür gehe ich bei meinen Anleihen von der Laufzeit runter. Das kann durchaus sinnvoller sein. Also ja, würde jetzt aber hier zu weit führen. Grundsätzlich gilt natürlich, das große Risiko ist der Zins zu niedrig. Und wir haben natürlich auch die Intervention durch wirtschaftlich nicht denkende Marktteilnehmer. Denken Sie an die Notenbanken. Das hat zu einer Knappheit von risikolosen Investitionsmöglichkeiten geführt. Die Renditen haben Sie gesehen. Investoren werden Investitionen tätigen, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen. Das ist eben dem Anlagenotstand geschuldet. Und je länger dieser Anlagenotstand vorherrscht, je länger die Zinsen bei Null sind, desto größer ist das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen. Und niemand von uns weiß, wann dieser Anlagenotstand endet, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 2 Jahren etwas höhere Zinsen in der Eurozone haben. Aber was nützen Ihnen 0,5% mehr Zins, wenn gleichzeitig die Inflation 0,5% höher steht? Dann ist der Realzins immer noch unverändert und am Ende des Tages als Anleger müssen Sie
immer auf die reale Rendite schauen, nämlich das, was nach Inflation hier entsprechend an Kaufkraftgewinn aus der Kapitalanlage übrig bleibt. Wir sehen eine offensichtliche Gleichschaltung vieler Investoren. Wir sehen das auf der Suche nach Infrastruktur, die dauerhaften Cashflow generiert. Wir sehen es momentan exorbitant natürlich bei den Immobilien, wo wir schon einen Trend in die B- und C-Städte haben, plus Projektentwicklung und. Ja, mit Sicherheit einer der Sektoren, der momentan extrem boomt. Also wir sehen da eine sehr starke Gleichschaltung vieler Investoren, weil man natürlich ähnlich reagiert, weil auch die Argumente oder die Ausweichvarianten aus diesem Anlagenotstand natürlich für viele Marktteilnehmer ähnlich plausibel klingen, also werden auch ähnliche Anlageentscheidungen getroffen. Und das führt dazu, dass wir tendenziell ein steigendes Risiko von extremen und vor allem auch bisher historisch nicht beobachtbaren Rückschlägen haben. Nehmen Sie das Thema offene Immobilienfonds, 40, 50 Jahre, kaum Schwankungsbreiten, immer Renditen oberhalb von Anleihen und Pfandbriefen. Dann haben wir das Thema Liquiditätsproblematik gehabt, weil man es als Geldmarkt, als Rentenfondsersatz genutzt hat und schon waren die Charakteristika, die Sie historisch gesehen haben, in dieser Anlage nicht mehr zu finden. Und das, glaube ich, ein Aspekt, den wir auch heute sehen, dass vieles, was wir an Charakteristika erwarten, vielleicht bei diesem Umfeld, wie wir es heute haben, gar nicht mehr in dieser Anlageklasse drinsteckt. Und dementsprechend gilt es hier, man muss sich stärker fokussieren, man muss etwas mehr planen. Finanzielle Geldanlageentscheidungen sind heute deutlich schwieriger geworden. Und in vielen Fällen gilt es auch, sich zu bewegen, nicht damit es besser wird, also nicht dieses alte Thema Steigerung der Rendite, sondern man muss sich bewegen, damit es nicht schlechter wird. Also sprich, Thema Risikostreuung, Diversifikation, auch steuerliche Aspekte sind ein wichtiges Thema. Ab 01.01.2018 noch die Investmentsteuerreform, die hat natürlich Auswirkungen auf jeden, der Investmentfonds hat. Wir sehen das Thema Erbschaftssteuerbelastung der Unternehmen, vor allem natürlich auch der mittelständischen Unternehmen. Auch das hat wieder Auswirkungen. Und unter dem Aspekt haben Sie schon viele Wechselwirkungen, die man hier berücksichtigen muss. Also professionalisieren Sie Ihre Finanzentscheidung. Was verstehen wir darunter? Wir glauben, dass es sinnvoll ist, erstmal überhaupt festzustellen, wo stehe ich heute? Kann ich überhaupt eine Bilanz meines Vermögens ziehen? Also sprich eine sogenannte Vermögensbilanz. Kann ich auch mal klarstellen, wie meine Liquiditätsflüsse sind? Und dann zu sagen, okay, wo ist eigentlich mein Lebensziel? Welchen Sinn hat das Geld? Geld ist am Ende des Tages ja nur geparkte Kaufkraft. Es sollte ja irgendwann einem produktiven Nutzen wieder zugeführt werden, weil Geld hat ja keinen Selbstzweck. Also das sollte man definieren. Das helfen wir Ihnen auch über die Moderation, über die Gespräche im Familienkreis hier zu definieren. Dann kann man ausrechnen, welche Rendite man braucht. Das ist abhängig vom Ziel. Geht es mir um einen realen Kaufkrafterhalt? Geht es mir darum, Kapital für die Altersvorsorge aufzubauen, versuche ich Vermögen zu schaffen, um vielleicht im Familienkontext irgendwann die unabdingbare Erbschafts- und Schenkungssteuerlichen Auflagen zu erfüllen. Also gibt es unterschiedliche Themen, die wir hier natürlich haben. Wenn wir das festgestellt haben und definiert, dann müssen wir aufs Kapitalmarktumfeld schauen. Die Renditen haben Sie gesehen. Ertragserwartung, Aktienmarkt, ein sehr guter Indikator ist das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, Schiller-KGV, was übrigens auch momentan dafür spricht, dass wir bei Technologiewerten, die ja momentan ein bisschen in der Presse sind, nach den Verlusten der letzten Tage, haben wir keinesfalls die Situation, wie wir sie in der Technologieblase hatten. Also die Bewertungen sind ganz, ganz anders. Was wir hier sehen, ist eine Korrektur, die auch mal gut ist, weil die Werte sehr, sehr gut gelaufen sind, aber auch ein Vergleich mit den 2000er Jahren, der drängt sich hier nicht auf. Also, das zu dem Exkurs. Wir schauen auf die finanzielle Risikobereitschaft im nächsten Schritt. Die kann man messen, wie die Schuhgröße auf wissenschaftlicher Basis mittels 25 Fragen. Den Fragebogen können Sie jederzeit anfordern. Haben wir, glaube ich, auch im Feedback-Formular der Online-Konferenz mit drin. Dann gilt es, die bestehende Vermögensstruktur zu analysieren. Wo sind Sie Gläubiger? Wo sind Sie Eigentümer? Wie hoch ist der Anteil Geldwerte zu Sachwerten? Und diese Vermögensstrukturanalyse, die sagt Ihnen ganz eindeutig, wo profitieren Sie von zum Beispiel einer steigenden Inflation durch eine gewisse Sachwertquote? Wo leiden Sie unter dauerhaft niedrigen Zinsen, zum Beispiel aufgrund des Anteils der Geldwerte. Und last but not least, das Thema Humankapital, das spielt natürlich auch eine Rolle in der Differenzierung zwischen Kapitalanlage und Rücklage, weil je sicherer Ihr Einkommensstrom aus der beruflichen Tätigkeit ist, je höher die Rücklagen sich auch hier darstellen, desto eher können Sie natürlich auch die Risikobereitschaft, die Sie vielleicht sachlich und auch als Persönlichkeitsmerkmal mitbringt, dann auch wirklich entsprechend ausleben. Ja, was tun wir für Sie? Das ist der Abschluss, bevor wir kurz auf die Konjunktur noch schauen.
Aber dann sind wir auch wirklich durch. Also wir helfen Ihnen erstmal, die finanziellen Ziele zu definieren. Dann erstellen wir Ihre Vermögensstrukturanalyse, um wirklich hier mal festzustellen, wie sind Sie aufgestellt. Aus diesem ganzen Themenkomplex, wie eben dargestellt, leiten wir die individuelle Anlagestrategie her und definieren dann auch, wie wird diese kosteneffizient umgesetzt. Auch das ein wichtiges Thema. Wo macht es Sinn, sich über aktive Fondsmanager vielleicht zu positionieren? Wo machen passive Instrumente wie ETFs und Indexfonds am meisten Sinn? Da gibt es nicht diese einfache Welt, wie man es häufig in der Zeitung liest, sondern es gibt sehr, sehr gute Argumente, wo Sie sich besser aktiv engagieren sollten. Und es gibt andere Argumente, wo die passive Lösung die bessere ist. Dann, wie setzt man das Ganze bankenunabhängig um? Und dementsprechend auch passenden Auswahl der Lagerstellen. Da können auch steuerliche und finanzplanerische Aspekte im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuerplanung eine Rolle spielen. Dann diskutieren wir das auch gerne mit dem steuerlichen und rechtlichen Berater. Das ist ein wichtiges Thema hier, der Abgleich. Und am Ende des Tages, ja, ähnlich wie beim TÜV, alle 1 bis 2 Jahre sollte man das mal wieder updaten. Also, das zu unserem Leistungsspektrum. Jetzt noch kurz auf die Konjunktur. Was wir hier sehen, sind die OECD-Frühindikatoren. Die werden immer mit einer gewissen Zeitverschiebung erst veröffentlicht. Aber was wir hier sehen, insgesamt, sehen wir hier, wenn wir mal China jetzt ausblenden, sehen wir hier doch eine leicht aufwärts gerichtete Tendenz. Ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was Sie auch selbst an Gefühl haben, wenn Sie die Nachrichten schauen oder in die Presse einen Blick werfen. China, auch da muss man sagen, das ist nicht abgebrochen, wie man es tendenziell erwartet hat. Und dementsprechend auch der Abgleich zwischen den wirtschaftlichen Erwartungen und den realen Daten, die hier reinkamen, die man ja auch messen kann, dann sagen Ihnen Werte oberhalb der Nulllinie, dass wir eine positive Überraschung hatten. Und Sie sehen schon hier in diesem Türkisblau die Eurozone. Wir sind da momentan der Held im aktuellen Konjunkturumfeld. Sehr, sehr positive Abweichungen, die wir gesehen haben. Aber wir sehen es auch im Vergleich zu den Erwartungen. China liegt oberhalb der Erwartungen, auch die Schwellenländer liegen oberhalb der Erwartungen. Wir sehen ja, wie gesagt, die USA, da war man sehr, sehr positiv. Dementsprechend gab es dann Enttäuschungspotenzial, was Sie auch daran sehen, dass ja Donald Trump nicht wirklich mit seiner Agenda weitergekommen ist. Aber alles in allem, wenn wir die Konjunktur im Fazit zusammenfassen, die aktuelle Datenlage oder auch die Erwartungen, die aktuell vorherrschen, die lassen weder eine Wette auf einen Boom noch auf eine globale Rezession zu. Wir sehen aber auch, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Positiv gesehen reduziert sich aber das politische Risiko, wenn wir jetzt mal Sachen wie Nordkorea oder Ähnliches ausklammern würden. Und das heißt natürlich, dass die Marktteilnehmer wieder mehr auf die Konjunktur schauen können, weil eben die politischen Risiken gerade in der Eurozone sich hier reduzieren. Am Ende des Tages keine spektakulären Rückschlüsse auf die Anlagestrategie, und das heißt ganz klar, Anleger können sich auf das fokussieren, was sie hier entsprechend hergeleitet haben. Momentan kein Grund, das entsprechend hier groß abzuweichen, weder überproportional positiv zu werden, noch mit sehr negativer Tendenz hier in die Zukunft zu blicken. Alles, muss man sagen, soweit im grünen Bereich. Man kann sich auf das fokussieren, was man selbst am besten kontrollieren kann, und das sind eben die hier gezeigten Aspekte der Herleitung einer individuelle Anlagestrategie. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle würde ich die Aufzeichnung beenden, darf Ihnen allen einen schönen Abend wünschen, und jetzt können wir im Nachgang gerne noch unter uns hier entsprechend auf die Fragen eingehen. Bis hier erstmal vielen Dank.